und herzlich willkommen aus Frankfurt am Main und wir befinden uns hier in der Herriotstraße und wer gut aufgepasst hat, der weiß, hier sitzt auch Nintendo. Und heute ist das Post-E3 Event und dort gibt es ganz viele Spiele zu sehen, allerdings leider keine Wii U. Und das findet der Alex total scheiße. Schade sollte es eigentlich heißen. Nein, wir finden es bedauerlich. Ja. Und ja, aber trotzdem werden wir uns mal anschauen, was Nintendo so zu bieten hat. Neben Wii U, es gibt ja auch noch ein paar andere Konsolen, die man so auf dem Markt hat. Und da gibt es bestimmt auch interessante Spiele. Und die schauen wir uns jetzt an. Ja. Dann bis gleich. Ja, Alex und ich sind jetzt hier bei Xenoblade Chronicles und das Spiel ist ja in Japan schon fast ein Jahr auf dem Markt. Hier in Deutschland warten wir noch ein bisschen drauf und angekündigt wurde es, glaube ich, sogar schon 2008 und der Alex ist jetzt hier total begeistert am Spielen, glaube ich, oder? Ja, also ich finde es wirklich gut, das Spiel. Das ist halt ein typisch japanisches Rollenspiel im Grunde mit einem interessanten Kampfsystem, ist ein bisschen actionreich, aber trotzdem rundenbasiert. Und auch die Grafik hat mich für Wii-Verhältnisse doch überrascht, also gerade die Umgebungsgrafik. Ja, ich sehe auch hier die Grashelme, die wehen alle im Wind und so, das ist ja schon ungewöhnlich, also das sieht man eigentlich so detailreich gar nicht auf der Wii, oder? Das stimmt, außerdem hat es halt, was ich auch sehr schön finde, einen aktiven Tag- und Nachtwechsel, was ja auch auf der Wii jetzt nicht so häufig zu finden ist. Und es scheint auch einen enormen Umfang zu haben, sehr komplex zu sein, also ich habe gerade eben ein bisschen was erklärt bekommen zu. Und da gibt es dann Harmonie zwischen Charakteren, indem man Gespräche führt. Einmal zu den Gruppenmitgliedern. Dadurch kann man dann Fähigkeiten koppeln, wodurch zum Beispiel ein Charakter, der jetzt nicht so schwere Rüstung tragen kann, auch schwere Rüstung auf einmal tragen kann, weil es gekoppelt wurde mit einem, der schwere Rüstung tragen kann halt. Aber die Harmoniegespräche gehen auch mit NPCs, wodurch dann wieder besondere Sachen freigeschaltet werden zum Beispiel. Ja, das klingt ja schon ganz umfangreich. Und ich finde auch jetzt hier irgendwie gerade in der Szene, in dieser Ebene und diese ganzen Dino-artigen Viecher, sieht so ein bisschen aus wie Monster Hunter, oder? Ein klein wenig. Also ich finde es ähnelt so an Monster Hunter und Final Fantasy aber auch ein bisschen, meiner Meinung nach. Also von den Gegnerart her. Wobei die Gegner hier in dem Gebiet wirken eher so wie Tiere im Grunde. Da wirken jetzt keine richtigen Monster, das sind eher so tierartige Gegner. Ja. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, ziemlich vielversprechender Titel und den behalten wir im Auge. Jetzt bei einem etwas klassischeren Spiel, nämlich Kirby Wii, und das Ganze scheint so ein bisschen wieder in Richtung NES zu gehen. Der Alex meint das zumindest. Ja, auf alle Fälle geht es wieder Richtung NES. Also ich erinnere mich noch an den Klassiker Kirby's Adventure für den NES und das Spiel erinnert mich jetzt ziemlich stark daran. Einmal von Fähigkeiten, also Kirby saugt wieder ein. Es gibt viele Fähigkeiten, die daran erinnern an die Klassiker, wenn auch ein bisschen verändert vielleicht. Und auch das 2D-Gameplay entspricht dem. Der Controller wird wieder quer gehalten und ja, klassisches Kirby im Grunde. Das war ja beim letzten Kirby für die Wii, was ja noch gar nicht so alt ist, ja auch so ein Kritikpunkt. Man konnte ja zum Beispiel diese Eigenschaften der Gegner ja gar nicht mehr einsaugen. Das war ja auch so ein Ding, was ja eigentlich so ein typisches Merkmal für ein Kirby-Spiel ist. Das haben wir jetzt hier auch wieder. Und es sieht ziemlich bunt aus, ne? Ja, also es sieht sehr bunt aus, aber das ist halt Kirby-typisch. Ich finde es auch ehrlich gesagt sehr schön, so wie das aussieht. Der Stil passt einfach zu Kirby und das Einsaugen wieder da ist, finde ich auch toll. Das ist einfach Kirby. Und wir haben vorhin auch schon ein bisschen kooperativ gespielt, das funktioniert ja auch. Auch wenn der erste Spieler hier so ein bisschen das Sagen hat, kann man so sagen, oder? Ja, das kann man wirklich so sagen. Also im Grunde hat der zweite Spieler, beziehungsweise es gibt bis zu 4 Spieler, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben die anderen Spieler nicht wirklich eine Kontrolle. Also der erste Spieler regelt alles. Der ist der Einzige, der durch die Türen gehen kann, zum Beispiel um einen neuen Levelabschnitt zu kommen. Und er ist auch der Einzige, der im Grunde münzt. Also Sterne werden nur einmal gewertet. Er ist der Einzige, der Lebensanzeigen hat. Die anderen haben eine Energieanzeige, aber keine und nicht mehrere Leben oder so. Also es hängt im Grunde vieles, also das Spiel hängt schon vom ersten Spieler ab. Ein bisschen anders als jetzt bei New Super Mario Bros. Zum Beispiel. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus und es macht auf jeden Fall tierisch viel Spaß und deswegen wollen wir den Alex auch nicht weiter stören. We'll be right back.
So, der Alex spielt jetzt das neue Zelda, Skyward Sword. Und da wollen wir noch direkt mal fragen, wie so sein erster Eindruck vom aktuellen neuen Zelda denn so ist. Also eigentlich ist der Eindruck ziemlich gut sogar. Es ist halt irgendwie, ja, letztes Jahr haben wir ja schon mal die Demos spielen können, auch für Gamescom. Es hat sich jetzt nicht unbedingt viel geändert, so vom Eindruck her. Es ist halt gut, aber eine gewisse Skepsis ist immer noch vorhanden. Was jetzt zum einen mit am Grafikstil liegt, der zwar gefällt, aber immer noch nicht so 100% überzeugt. Und gut, die Bewegungssteuerung funktioniert tadellos, weitgehend, wie ich es beurteilen kann jetzt. Aber es ist noch eine gewisse Skepsis im Grunde einfach da. Es ist insgesamt auch relativ bunt geworden wieder, ne? Ja. Also Twilight Princess war ja doch ein bisschen dunkler und irgendwie... Also ja. Wirklich bunt. Was ich halt sagen kann, ist, der Hype, den man bei einem Zelda normalerweise verspürt, der fehlt bisher einfach irgendwie noch bei dem Spiel bei mir. Ich kann auch nicht sagen, wieso. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich hatte echt meine Probleme ein bisschen mit Kamera und so weiter. Die ganze Steuerung ging mir noch nicht so direkt von der Hand, wie das eigentlich bei einem Zelda-Spiel sonst immer gewohnt ist. Wie ist es bei dir? Ja, es ist ähnlich. Es hängt, denke ich, mit einfach an der an Motion Plus so ein bisschen, weil es halt schon doch ungewohnt ist. Und dass man halt nicht mehr diese typischen drei Tasten hat, auf die man ein Item legt, sondern jetzt im Grunde nur noch einen B-Knopf, auf den man ein Item legt. Und dann wählt man das ja über ein Kreismenü im Grunde raus. Und das ist ein bisschen ungewohnt einfach auf Dauer für den Anfang. Ja. Und genau, also es ist bei uns noch ein bisschen mit Skepsis hier betrachtet, das Spiel. Und wir lassen dich jetzt einfach noch ein bisschen zocken, vielleicht gewinnst du ja noch ein paar neue Eindrücke und vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht. Ja, wir haben jetzt hier bei Nintendo alles durchgespielt, was anzuspielen war. Und wie ist so dein Eindruck vom Event? Ja, also es ist halt wieder der Post E3 Event. Ich muss sagen, es kommt mir ein bisschen kleiner vor als letztes Jahr. Kann mich aber auch täuschen, weil letztes Jahr war halt der 3DS neu. Dieses Jahr Wii U ist natürlich nicht da, leider. Und so insgesamt sind es auch nicht so super viele Spiele, aber es ist schon in Ordnung. Das ist das Line-Up, denke ich mal, was dieses Jahr noch erscheinen soll, zum größten Teil. Von daher... gutes Event, man konnte so ein paar Spiele reinschnuppern, einen Eindruck verschafft von den Spielen. Ja, wir haben uns ja auch erst gefragt, ohne Wii U, was wollen wir denn da überhaupt sehen? Und da muss man ja doch sagen, im Ganzen gesehen waren es ja dann doch einige Spiele, die wir hier letztlich anspielen konnten. Ein paar habt ihr ja schon gesehen. Wir haben aber auch ein paar 3DS-Spiele spielen können. Beispielsweise das neue Mario Kart. Gut, das ist halt ein Mario Kart, das hat eben so ein paar Erweiterungen. Man kann jetzt gliden, man kann irgendwie unter Wasser sich bewegen. Aber ansonsten war es relativ klassisch gehalten, ne? Ja, also, wie du schon gesagt hast, klassisches Mario Kart mit ein paar neuen Elementen. Was mir noch einfällt, das neue Element ist, man kann sich ein Kart selbst zusammenbauen. Man wählt aus Karosserie, Reifen und dann halt noch Zusatz, sowas. Also im Grunde, ich denke mal, das wird nur der Glider sein, den man da festlegen kann fürs Fliegen halt. Und ich nehme mal an, das wird auch Einfluss darauf haben, wie man den steuert. So wie halt bei Mario Kart Wii, wo man halt auch verschiedene Karts auswählen konnte. Ja, und von Mario ist es Luigi auch nicht weit und da gab es nämlich auch das neue Luigi's Mansion, auch für 3DS. Das haben wir uns auch angeschaut oder angespielt und da kommt man auch direkt wieder in das alte Gefühl rein auf dem Gamecube, ne? Schön den Staubsauger auspacken, die Geister einfangen. Das war eigentlich auch ganz nett gemacht, oder? Also ich finde es sehr schön sogar. Es erinnert mich sehr an den Gamecube-Teil. Grafisch ist es natürlich besser jetzt. Das Einzige war ein bisschen die Steuerung. Die war nicht so 100% perfekt gelöst, was natürlich auch daran liegt, dass der Game-Controller einfach mehr Tasten hatte damals. Und die Kamera steuert man halt im Großen und Ganzen durch Bewegungssteuerung, so wie ich das jetzt gemerkt habe. Ja. Aber ansonsten macht es wieder Spaß, ist ein typisches Luigi's Mansion und es war an der Zeit, dass eins kommt. Ja, und generell war es ja hier so, dass wir viele alte Franchises wieder sehen. Das Star Fox 64, die Neuaufmachung für den 3DS, haben wir auch gespielt. Ist im Grunde genommen auch das alte Spiel nochmal mit hübscherer Grafik. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, dann haben wir, ach ja, Metal Gear Solid haben wir jetzt auch mal richtig spielen können. Nicht nur die selbst ablaufende Demo, wie wir das ja zuletzt noch kannten. Und da ist uns ja aufgefallen, das ruckelt ja. Das ist ja ein Skandal. Ja, also es ruckelt wirklich... eigentlich schon ziemlich hart für ein Spiel, das schon was länger in Entwicklung ist. Und es gab auch ein paar Plop-Ups von Gras zum Beispiel, ist mir aufgefallen.
Außerdem war die Steuerung nicht 100% perfekt gelöst. Die Kamera wird nämlich über die Buttons gesteuert und das ist immer gewöhnungsbedürftig. Außerdem wirkte das Ganze so, ich denke, kann auch an Buttons liegen, weil insgesamt habe ich das Gefühl gehabt, es wirkt sehr träge. Ja, das fand ich auch. Ich bin auch zeitlang überhaupt gar nicht richtig mit der Steuerung zurechtgekommen, eben durch diese Buttons, die eben den zweiten Analogstick übernehmen. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht tut sich daran ja noch was. Ja, und dann natürlich, ich denke mal, dein großes Highlight hier war auf jeden Fall Xenoblade, oder? Auf jeden Fall, ich habe es ja schon gerade eben erzählt, ein bisschen drüber. Xenoblade ist einfach ein wirklich tolles Spiel, so wie ich jetzt mein Eindruck von hier ist. Es könnte sogar hat Potenzial, das beste Wii-Rollenspiel zu werden. Ja, nicht nur optisch. Und gut, Zelda haben wir eben auch noch gespielt, da haben wir ja schon was zu gesagt. Sind wir noch nicht so ganz von überzeugt. Und zum Schluss haben wir noch ein kleines Spiel entdeckt, das ist aber auch noch, hat noch keinen finalen Namen. Fortune Street heißt es im Moment. Ist so ein bisschen Monopoly-artig, aber mit unter anderem Mario-Figuren und teilweise auch anderen Figuren, die drin auftauchen. Also ich habe also Mario habe ich noch einen Slime aus Dragon Quest erkannt, also einen Square Enix-Charakter. Es ist halt, ja, man kauft im Grunde Gebäude auf dem Spielfeld. Wenn ein anderer drauf kommt, muss der dann halt im Grunde was bezahlen dafür. Man kann Aktien kaufen und verkaufen. Es gibt eine Bank, so in der Art ist das. Wir haben nur kurz gespielt, einen richtigen Eindruck kommt man noch nicht gewinnen. Es wirkt interessant, weil sowas gab es in Mario noch nicht. Ist halt wie ein Brettspiel aufgemacht, das Ganze. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das am Ende wirklich so extrem motivieren kann, dass es jetzt ein Top-Titel wird. Ja, also insgesamt können wir sagen, ja, einige, ja? Wir haben noch was vergessen, und zwar Resident Evil Revelations konnten wir anspielen. Muss ich sagen, ist ein sehr typisches Resident Evil, soweit ich es sagen kann. Man kann beim Schießen halt auch wieder nicht laufen und wenn man schießen will, dann zoomt es halt in die Ego-Ansicht, was vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Insgesamt wirkt es aber sehr rund und wirklich gut, besonders die Grafik hat mich echt überrascht auf dem 3DS. Ja, und bevor wir es auch noch vergessen, wir konnten Super Mario 3D anspielen. Das ist halt, ja, es hat mich mehr an New Super Mario Bros. Erinnert als an Mario Galaxy oder Mario 64. Halt ein New Super Mario Bros. In 3D, kann man im Grunde sagen. Ja, ich habe es jetzt selber gar nicht gespielt, ich habe es nur bei dir gesehen, wie du es gespielt hast, aber würde ich es unterstreichen. Ja. Ja, ich würde sagen, insgesamt hier einige sehr interessante Spiele. Ich würde mal behaupten, Xenoblade hat so allen ein bisschen die Show gestohlen. Das war eigentlich doch so das ganz große Highlight. Habe ich auch noch ein bisschen mehr angesprochen als Zelda, muss ich sagen. Und aber wir warten mal ab, was kommt. Ich glaube, wenn jetzt noch Wii U hier wäre, hätten wir auch viel zu viel. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Aber ich denke, insgesamt ein ganz gelungenes Event. Und wir sind gespannt auf die Spiele, wenn sie dann letztlich auf den Markt kommen. Und ja. Vielleicht können wir uns Wii U auf der Gamescom ansehen. Ja, wer weiß es. Schauen wir mal. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es hier von Press the Button aus Frankfurt. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ah. Ja, schön, 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 sehr schön, sehr schön, sehr schön. Seid ihr glücklich? Ja, schön. Die Antwort fertig. Ja. Und hier haben wir, was ist das denn, Doom 2? Nee, DQM 2. Das heißt Dragon Quest Monsters 2, das ist ein Dragon Quest Pokémon, wenn du willst. Ah, schön, schön. Nee, ist ja Dragon Quest Monsters schon. Unscharf. Ja. So sieht's hier aus. Ich meine, noch so ein... So, jetzt können sich alle mal umgucken, ja. Die sehen das ja sonst immer nur geschnitten in Bildern und jetzt quasi unverfälscht. Da sieht man nämlich, die einzigen, die hier spielen, sind die Nintendo-Leute. Jedenfalls bei den schlechten Spielen. Oh, das habe ich nicht gesagt. Oh, das habt ihr da hinten gar nicht erwähnt. Stimmt. Dieses tolle... Sag doch mal, was ist das da hinten? Rhythm Paradise, Rhythm Heaven. Da können wir ja noch irgendwo kurz was zu machen, eben schnell. So ein bisschen Spaß, so als am Ende nochmal reinschneiden, sowas. Motto, das haben wir noch vergessen, das müssen wir jetzt unbedingt auch zeigen. Genau, der schneidet genau das jetzt da rein. Ja, Kuriositätenkabinett. Natürlich, natürlich. Der Andreas dreht immer Scheiße von nach dem Abspann. Ja, ja, das muss doch sein. Ja, aber das müssen wir unbedingt zeigen. Ja. Zeig mal, wie die das spielen, die können das auch ganz toll. Okay, genau. Okay, wir gehen mal rüber, ja? Genau, wir gehen mal rüber. So. Hier. Ich mache jetzt mal hier wir machen die neue V-Remote an mit dem Bömmelchen. Sogar wieder mit Ton. Ja. So, und jetzt sind wir auf dem anderen Tonkanal und es klingt schon viel besser, oder? Top, ja, ich top. Sagen, wir gehen jetzt hier mal rüber. Ja, ja. Hopp. Oh, schnell. Wir sind ja eigentlich schon nach dem Abspann, ja. Das zählt ja eigentlich gar nicht mehr zur Sendezeit. Ja, was haben wir hier? Ja, jetzt haben wir hier Rhythm. Oh Gott, das ist unklar.
Und das kennt man vielleicht noch von Nintendo DS. Man muss in einem bestimmten Rhythmus den Controller bewegen oder Knopf drücken. Und das ist am Anfang vielleicht noch lustig und einfach, aber es wird ganz schön kompliziert. Also Rhythmusgefühl ist gefragt. Ja, und vor allem hat es lustige Musik, weil es irgendwie die ganze Zeit und so macht. Genau, ist überhaupt nicht nervig. Also, wie gesagt, den Soundtrack würde ich mir sogar kaufen. Gut, schön, schön, ja. Gut, das war's jetzt, oder? Ja, das war's eigentlich. Das war's, okay, also ganz nett, ne? Tschüss. Ja, tschüss.